Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Meyer und Stefan H. Gosch. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lobpreis Tacheles Nummer 12, glaube ich. Tada, wir sind wieder da. Bevor wir aber uns dann doch in eine, wie auch immer, längere Sommerpause, glaube ich, verabschieden, ne? Das muss dann schon mal sein. Ja, also. Sommerpause. Ist, alle wichtigen Leute machen gerade Sommerpause. Wir müssen jetzt auch eine machen. Wir müssen. Also wir kommen da gar nicht. Also wir würden eigentlich gerne weitermachen, aber wir müssen. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Wir kommen immer von unseren Geldberatern, die uns irgendwie sagen, wohin mit der vielen Kohle oder so. Ja, so und sonst einen langen Tag irgendwie. Tiere erschießen machen wir nicht so gerne. Golf spielen haben wir beide nicht so ein Faible für. Ja, auch sonstige Sportarten also verschließen sich uns aus bestimmten Gründen. So ist es. Genau. Nein, wir machen danach eine Sommerpause, von der wir noch nicht wissen, wie lang sie wird. Ich würde mal sagen, wir starten im Herbst in eine neue zweite Staffel, oder? Ja, kann man ja das so sagen? Oh ja, das können wir jetzt schon verraten. Irgendwie. Wir haben uns auf eine zweite Staffel geeinigt. Das heißt, ihr werdet uns so schnell nicht los. Aber wie gesagt, wie alle ganz großen, tollen Vorbilder dieser Welt, machen wir erstmal eine Sommerpause. Wobei, wir könnten mal, weißt du was wir tatsächlich mal machen sollten? Was kommt jetzt? Das ist jetzt nicht abgesprochen. Es ist jetzt nicht abgesprochen, weil wir sonst ja immer alles absprechen. Wir könnten mal so eine Urlaubsfolge machen, so aus dem Private Resort auf den Seychellen, so mit so ganz leichtem Plätscher im Hintergrund. Mhm. So und dann ich sag mal. Auf meiner Terrasse mit so einer kleinen Wanne. Ja, das, oder so. Aber dass wir mal aus dem Urlaub das machen und dann so Sachen machen wie wo ist das Leid in der Anbetung? Die echten Beschwernisse dieser Welt auf unseren Schultern und wie wir das authentisch auch in unserem Alltag leben. Ja, das ist mal eine Idee. Schreibt uns mal, was ihr davon haltet. Ja, also wenn das gerne gewünscht wird, also wir wären das bereit, auch so eine Folge mal zu machen. Ja. Wir würden euch natürlich nicht verraten, wo das auf den Seychellen ist, wobei die allermeisten von euch das eh nicht bezahlen können. Wir können es verraten. Aber wie gesagt, schreibt das mal, kann man bei uns in die Shownotes was reinschreiben, auch so Kommentare? Ja, klar. So, also dann nicht könnt in die Shownotes sind was gerne anderes. Auch was dazu schreiben, irgendwie so. Kurze Einführung, Shownotes sind was anderes, Shownotes kommt von uns, wo wir was reinschreiben, Show, ja, aber die Kommentare so dazu. Genau, auf unserer Webseite könnt super ihr zu der aktuellen Folge Kommentare hinterlassen, das wäre sehr schön. Okay. Genau. Wir würden ab jetzt uns auch um diese Kommentare scheren. Bisher haben wir das, glaube ich, nicht. Nee, das ist habe ich schon immer irgendwie ist beantwortet. Ist das so? Ja. Echt toll. Ja, ja. Wenn Menschen was geschrieben haben, habe ich was dazu auch geschrieben. Prima. Also alles, was geschrieben wurde, es hat der Meier geschrieben, ich nicht. So war es, genau. Deswegen waren die Leute da immer beruhigt, weil ich gesagt habe, Goschi ist schuld. Genau. Alles, was in meinem Namen da steht, war ich gar nicht. So, nur mal der Wahrheit und so. Gut. Heute, worum geht's heute? Thema heute, große Überschrift, die transformative Kraft des Lobpreis. Die transformative Kraft des Lobpreis. Ja, also was ist, ich bin ja einfacher Gelehrter, was ist Transformation? Transformation beschreibt, oder würde ich in dem Kontext so beschreiben wollen, was ist an Veränderung passiert? Mhm. Welche Veränderung bringt Lobpreis in, wenn ich jetzt erstmal bei mir bin, bei meiner eigenen Nase, bei meiner eigenen selbstkritischen Distanz, was hat Lobpreis in meinem Leben verändert? Wo habe ich für mich, und das ist als Christ schon noch ein Bezugspunkt, wo sehe ich in der Bibel Vergleiche, wo spirituelle Musik Veränderungsprozesse angestoßen hat. Und das ist dann nochmal das vielleicht größere Rad oder kleinere Rad dagegen, dafür, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wie ist das so in den Gemeinden gewesen? Welche Formen der Veränderung haben wir auch erlebt innerhalb der letzten, oder das ist so der Zeitraum, den Norbert und ich so beschreiben können, der letzten 30 Jahre. Oh, okay. Wo wir mit Augen und Ohren und einem Herz und einer Seele
durch Gemeinde gegangen sind, irgendwie, wo wir einen Geist hatten, der uns bewegt hat und den wir bewegt haben. Und welche Veränderungen gab es in den letzten 30 Jahren? Und abgesehen davon, dass das ja ein lebensandauerndes Thema ist, ja. Veränderung, wie bist du jetzt darauf gekommen? Ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich neulich mal mich der Frage mal gestellt habe, welche Bedeutung hat Musik nochmal im, nicht im Allgemeinen, sondern im Genaueren? Was macht Musik? Wofür ist Musik da? Was löst Musik, was lösen Harmonien in Menschen aus? Was ist auch kulturell indiziert? Was ist so, wo man sagen kann, okay, es gibt einen bestimmten, was ich zum Beispiel faszinierend finde, ist, man hat neurologisch hirnorganische Untersuchungen gemacht in Indien. Und wer so die indische Musik weiß, die ist in der Regel immer polyrhythmisch. Das heißt, es sind verschiedene Rhythmen, die gleichzeitig laufen. Es sind Harmonien und Töne, die nicht so laufen wie die Tonalität, die wir hier in Europa kennen. Sondern Vierteltöne dazwischen. Vierteltöne. So teilweise Achteltöne, also auf gut Deutsch, für einen normalen Menschen, zu deren ich mich in den meisten Tagen des Jahres irgendwie zähle, ist die traditionelle indische Musik tatsächlich nur begrenzt ertragbar. Also ich verstehe, dass das Menschen so Ende der 60er, Anfang der 70er unter Zuhilfenahme diverser Substanzen sich der Musik haben länger hingeben können, weil ohne geht's schwer. Also jedenfalls Musik, die mir nicht ganz so zugänglich ist. Aber was aufgrund deiner Prägung, bla bla bla. Aufgrund meiner Prägung, also danke nochmal Rex Gildo. Die Form ist einfach die, also man hat da halt Untersuchungen gemacht, man hat halt einen normalen Inder, der dort kulturbezogen groß geworden ist, indische Musik, und dann kam so sein Gehirn in den totalen Chill-Modus. Und als der dann halt andere Musik dann kam, also jetzt nicht so die klassische, ich sag mal, westliche Musik, was wir so unter Popmusik irgendwie verstehen, sondern der hat dann halt andere kulturell etwas speziellere Musik dann auch bekommen, und schon konnte er sich nicht mehr matchen. Schon kriegte das Gehirn einfach so Probleme. So. Und ich habe mich dann halt gefragt, so, was ist halt an Musik das, und wie viel Kultur braucht es an Musik, um Leute damit zu erreichen, um da einen Effekt zu machen? Das war für mich erstmal eine akademische Frage, so, wo ich mich ein bisschen mich mit auseinandergesetzt habe, aber wo ich dann als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist und Jesus nachfolgt und gleichzeitig auch semi-professionell Musik macht, war das natürlich eine Frage in meinem Kontext, was bedeutet das? Was bedeutet Musik in meinem Anbetungs-Worship-technischen Bereich? Ist auch ein ganz alter Vorwurf, dass man zum Beispiel sagt, so, wie manipulativ ist Musik? Und wie sehr triggert Musik Bereiche in meiner Wahrnehmung, die ich gar nicht mehr als solche kritisch reflektiere, sondern die mich automatisch irgendwie mitnehmen? Und dann kann ich als. Das ist wahrscheinlich eine sehr deutsche Frage. Ne? Es ist eine sehr deutsche Frage, deswegen ist sie deswegen nicht schlechter, aber sie. Ja. Die Richtung ist ja die, dass ich dann einfach, oder die habe ich mich gefragt, Mensch, was kann Musik so im Menschen auslösen? So. Und da bin ich halt, mein biblischer Bezug war, bekannte Geschichte, trotzdem fand ich sie interessant, diese Beschreibung, diese Hergangsbeschreibung, die im Alten Testament irgendwie steht, vom König Saul und dem David, der, und das war Saul zu dem Zeitpunkt ja auch schon klar, sozusagen der Nachfolger werden soll. Und da wird halt im Alten Testament wird halt an zwei, drei Stellen berichtet, dass, ich bring's mal auf einen kurzen Nenner, wenn unser lieber Saul irgendwie seine schlechten
4-5 Minuten bekam. Und das kam wohl nicht unhäufig vor. Saul war sowieso so ein König, sehr impulsiv, sehr unberechenbar. Manchmal, ich habe schon im Vorgespräch zu Norbi gesagt, irgendwie, als ich das so las und die Beschreibung von Saul so las, habe ich mir so gedacht, das ist irgendwie so ein Donald Trump des Alten Testaments. So darf man sich den, glaube ich, so ganz klein bisschen irgendwie vorstellen. Auch wenn jetzt so Die-Hard-Theologen jetzt natürlich mich beknien werden und sagen müssen, nein und überhaupt, ja, so, nur mal um so ein Bild klar zu kriegen. Aber es wird halt beschrieben, dass wenn Saul in schlechter Stimmung war und kam, dass er dann David kommen ließ und dass dann die Musik von David einen extrem positiven Effekt auf unseren lieben Saul hatte. So. Ja, kurzfristig. Ja. Und dann konnte es sein, im nächsten Moment hat er doch nochmal einen Speer nach ihm geschmissen. Ja. Während er noch den nächsten Akkord spielte oder so, ja, hat sich das auch mal schnell gewandelt. Ne? Genau. Also das war jetzt nicht so. Jetzt nicht deine These, dass das jetzt nicht gewirkt hat oder so. Nein. Das zeigt ja auch eher die Beschränktheit von reiner Musik, zu einem Transformationsprozess, zu einem Veränderungsprozess, der einen selber betrifft, wesentlich mehr gehört als einfach nur drei Akkorde. Ja. So, ja. Und dann hat es mich halt so interessiert, so diese Art von geschichtlicher Entwicklung. Und dann sind wir halt bei Transformationsprozessen, weil Musik sich immer verändert, der kulturelle Bezug der Musik zur Gesellschaft sich immer auch verändert hat. Musik als Konzept und auch als geistliches Konzept auch über die ganzen Jahrhunderte und jetzt mittlerweile über die christliche Tradition 2000 Jahre sich auch immer sehr stark verändert hat und immer einen sehr starken Bezug hatte zu der damaligen Gesellschafts- in Klammern Kunstform, die es irgendwie gab. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist Transformation? Also für mich ist es wichtig oder ist es so diese Frage, was hat so in den letzten 30 Jahren stattgefunden an Transformation? Und da habe ich halt den nächsten Schritt hinbekommen, wo ich gesagt hatte, okay, und das wäre jetzt meine These, heutzutage stirbt jede Gemeinde, die sich der aktuellen Entwicklung, das heißt, dass in einem Gottesdienst, in einer gemeinschaftlichen Zusammenkunft, wie auch immer sie organisiert ist, wenn in dieser Gemeinschaftsform nicht Lobpreis und Anbetung stattfindet, wird sie sterben. Das ist jetzt eine sehr erklärungsbedürftige Aussage. Ja, darum machen wir ja einen Podcast, sonst könnte ich hier gerade was alleine erzählen. Also bevor jetzt jemand abschaltet, muss man, glaube ich, noch mal zwei Schritte zurücktreten. Also erstens noch mal das Thema Transformation, Veränderung, ist ja, jetzt mal abgesehen von, was er hat erstmal, wie du schon sagtest, auch mit Musik erstmal gar nichts zu tun, sondern ist ein dicker, roter Faden in der Bibel. Nämlich, dass überall steht, verändert euch, zum Beispiel, erneuert euch durch, indem ihr euer Denken erneuert, schreibt Paulus, ungefähr, oder eure Wahrnehmung erneuert, durch Veränderung eures Sinnes, so schreibt er, ja. Mhm. Oder Johannes der Täufer kehrt um, oder Jesus hat es auch gesagt, tut Buße oder so, ist ja auch eine Transformation, Veränderung. Mhm. Ja? Und nun ist das ja mit den Veränderungen schnell gesagt, und jeder, der es schon probiert hat, weiß, schwierig gemacht, also gar nicht so einfach umzusetzen. Mhm. Ne, das ist bei uns, also nichts ist schwieriger zu verändern als das menschliche Verhalten. Ja. Ne, also wenn, das kennen wir alle, haben wir alle irgendwo an einer Stelle, unsere Baustelle, sage ich mal so, bei allem, du solltest setzen, du solltest mehr Bewegung machen, weil das deinem Körper oder dich gesünder ernähren oder achtsamer sein oder die Umwelt oder du sollst, irgendwo findet man eine Baustelle, wo man merkt, da müsste ich noch, da könnte ich noch und ich weiß eigentlich, ginge besser, aber ich krieg's irgendwie nicht unter die Füße. Also das ist wirklich, wirklich schwierig. Meine Frau sammelt so Postkarten, die hängen immer irgendwelche Sinnsprüche am Kühlschrank bei uns. Und eine Karte, die fand ich wirklich gut, auch zu diesem Thema. Da stand, Raupe müsste man sein. Fressen, schlafen, zack, schön.
Ne? Also Raupe ist ja auch so ein Transformationsbild von der Raupe zum Schmetterling oder so. Und ja, in diesem Bild oder auf dieser Karte tut die Raupe eben nichts außer fressen und schlafen. Und jeder, der es schon probiert hat, weiß, ja, so funktioniert aber Veränderung nicht tatsächlich. Jedenfalls nicht bei Menschen, bei der Raupe vielleicht schon. Mhm. Bei mir hat es jedenfalls so noch nicht funktioniert. Ich bleib mal dran und ich werde euch von meinen Erfahrungen berichten, aber ich glaube, ich bin da skeptisch. Sondern Veränderungen waren mühsame Geschichten. Einerseits, andererseits, manchmal tatsächlich auch nicht. Und dann merkt man im Rückblick, hoppla, ich bin tatsächlich ein anderer. Oder so, das ging dann vielleicht irgendwie doch wie eine Raupe über Nacht oder so. Mhm. Tatsächlich gehörte vielleicht mehr dazu, was ich nicht so wahrgenommen habe. Also es ist immer beides. Es mhm. ist diese Spannung, dass es auf der einen Seite eine Aufforderung ist, ein Imperativ. Gott sagt, verändert euch oder kehrt mhm. um oder sowas in der Art. Und es heißt eben auch, lasst euch verändern. Ne? Und mhm. das eine ist eben ja, aktiv und das andere irgendwie passiv und irgendwo dazwischen ja, bewegen wir uns mal mehr, mal weniger. Und das würde meine These an der Stelle vielleicht begleiten. dass ich sage, Musik ist da einfach ein Mittel, was Veränderung des Geistes und der Seele unterstützt, weil Musik beides anspricht. Weil Musik nämlich manchmal die Ebene des einfachen Verstehens und Erkennens überspringt. Wir sind ja sehr geprägt durch, ich sag mal, 2500 Jahre griechische Philosophie, dass wir sagen, wir halten das für wahr, was wir erkennen können. Wir halten das für wahr, was wir erklären können. Wir halten das für wahr, was wir dank unserer Erklärung wiederholen können. So, und was wir dadurch beweisen können. So. Und ich glaube, dass diese Transformation, die Lobpreis in unseren Gemeinden angestoßen hat, ein Stück weit diese Ebene übersprungen hat. Deswegen tun sich damit auch viele Leute schwer. Darum finde ich tatsächlich, passt das Thema jetzt auch als Abschlussthema unserer ersten Staffel auch so gut, weil da schließt sich für mich auch so ein Kreis. Weil ich glaube, dass das Lobpreis etwas ist, was uns Gott noch mal geschenkt hat, gerade in Deutschland, in den letzten 30, 40 Jahren. Das würde ich mal so den Zeitpunkt so umschreiben wollen, wo das in Deutschland tatsächlich das Thema an Relevanz auch in breiterer Form irgendwie auch dann an Gewicht gewonnen hat. Und ich glaube, dass, wo wir heute stehen, wo ich zutiefst dankbar bin, weil wir eine Kultur haben, die nicht nur ist, dass Lobpreis und Anbetung etwas entwickelt ist für eine fromme Nische innerhalb einer bestimmten Freikirche, sondern dass sich Lobpreis und Anbetung als ein liturgisches Kulturgut sich mittlerweile durchgesetzt hat bei Freikirchen wie bei auch Landeskirche. Selbst die Landeskirche hier, Evangelische Landeskirche von Westfalen, den Satz habe ich noch, macht in ihrer Ausbildung für ihre Kirchenmusiker in Witten an der Hochschule, ist das Thema Lobpreis und Anbetung ist ein wichtiges Thema, weil sie verstanden haben, dass es ohne das in Zukunft nicht mehr gehen wird. Das war nicht immer so, darauf wolltest du hinaus ja, ein bisschen. Das ist genau, nicht ganz selbstverständlich, das liegt nicht in ihrer DNA drin. Oder? Nein, und das machen okay, die auch nicht nur, weil die den Lehrplan vollkriegen wollen, sondern weil sie tatsächlich nüchtern gemerkt haben, dass die Leute, ich sag mal unter 30, ganz klar, zumpelt hier gerade irgendwie was, aber Nobby hat das sofort im Griff, dass die Evangelische Landeskirche von Westfalen erkannt hat, die Leute unter 30 haben eine gewisse Erwartung an einen zeitgemäßen Gottesdienst, eine gewisse zeitgemäße Gottesdienstform, und das hat auch dann was mit Musik und mit Musikgewohnheiten zu tun, und dass sie einfach da erkannt haben, das ist ein wichtiges Spielfeld, das müssen wir bespielen und deswegen investieren wir uns da. Ich glaube, in deinen Worten hast du auch schon die Spannung beschrieben, und du beschreibst es mit zwei unterschiedlichen Worten. Wenn du von Musik redest, dann ist es ja dieses eher passive, wenn ich sage, lasst euch verändern.
dann redest du von Musik und dann sagst du zum Beispiel, Musik hat die Kraft, das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Ja, und du hast angefangen mit den Indern und dass unser Gehirn matchen will damit und so. Und das ist ja etwas, was auf einer sehr unbewussten, unterbewussten Ebene passiert und wo wir nicht viel willentlich zu beitragen können. Ja. Und dann hast du das Attribut oder die Formel, wenn du von Lobpreis und Anbetung sprichst, und dann meinst du mehr den aktiven Teil. Habe ich dich da richtig verstanden? Also, dann ist das so, es ist ja immer beides, ist ja nicht zu trennen. Aber wenn man es denn trennen wollte, künstlich oder wie auch immer, dann ist, meinst du, und das muss man wirklich erklärend dazu sagen, wenn du sagst, wenn du von Lobpreis und Anbetung sprichst, dann ist das da, wo der Mensch aktiv da einsteigt. Das bewahrt uns nämlich auch vor so einem magischen Denken. Also mit magischem Denken meine ich, ich muss nur Lobpreis spielen lassen, meinetwegen im Hintergrund, und dann geht das irgendwie gut. Mir geht es mir gut, weil diese Musik hat ja unterbewusst auf mich einen positiven Einfluss, und am besten die Stimmung ist auf 432 Hertz, weil das die, und dann kommt man schnell in esoterische Richtung oder so. Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Meinst du sicherlich nicht. Hast du auch nicht gesagt. Aber wir sagen, die Gefahr der Übertreibung, wenn man sich nur auf das Passive bezieht, dann kommt man irgendwann dahin. Ja, nee. Ich glaube, das ist aber auch genau der Punkt. Ne, genau. Und dann geht es um Teilhabe. Dann geht es immer auch um Teilhabe, wo ich selber aktiv werden muss, wo ich selber die Leinwand weiter bemalen muss, weil eben da immer noch Farben fehlen oder weil meine persönliche Farbe fehlt. Das Bild ist immer ergänzungsbedürftig. Und da komme ich selber ins Spiel dabei. Und das muss ich immer die Hand reichen. Das muss immer, das steht in einer gewissen Spannung, ja. Diese Spannung ist auch notwendig, ohne jetzt auf der einen Seite, ich denke immer dualistisch, weil es kennst mich ja. Also ich denke immer einerseits, andererseits und immer hin und her. Und das wäre für mich der Spannungsbogen. Für mich ist es dann auch, vielleicht kommt man da hinkommen, dass man sich auch gerade fragt, was ist eher Henne oder Ei? Weil ich glaube, dass auch die aktuelle Gemeindesituation, die in vielen Gemeinden ja so ist, dass das Lobpreis und Anbetung, dass dieser Teil, dass man 4, 5 Lieder irgendwie miteinander spielt und singt, dass das ein bewusster Akt ist, der jeden Einzelnen, der im Gottesdienst sitzt, die Chance gibt, an dem Gottesdienst geschehen für sich persönlich auch selber Teilhabe zu haben und nicht mehr reiner Konsument ist. Gottesdienste, wie wir sie vor 30, 40 Jahren kannten, waren so durchformatiert, dass man da hingehen konnte. Man machte so mit, man hatte so gemeinsame Gebete, die man auch mitsprach. Aber ansonsten saß man da in seiner Bank und war fröhlich irgendwie seiner Dinge und ich sag mal, enjoy the show. Also man sah das, was da war, und war dann zwar nicht aktiver Teil, aber so. Aber nahm das dann so mit und hin. Heute hat sich ja Gesellschaft auch so verändert, dass ja auch wir durch Digitalisierung, soziale Medien, jeder hat ja das Bedürfnis, auf gut Deutsch einen eigenen Senf dazu zu geben und möchte sich auch wiederfinden in den Formaten durch eine eigene Präsenz, durch seine eigene Wirksamkeit. So, und ich glaube, dass auch hier dieses Format von Lobpreis und Anbetung, wo ich noch meinen persönlichen Part habe innerhalb des Gottesdienstes mit Gott und mit mir selber, auch nochmal ein Ausdruck zeitgemäßer Spiritualität ist, nämlich, dass ich selber Teilhabe am Gottesdienstgeschehen irgendwie habe, den ich für mich nochmal individualisieren kann, wo es nicht um eine gemeinsame Erfahrung geht, sondern das ist so ein Spot innerhalb des Gottesdienstes, wo ich sagen kann, hier ist meine persönliche Zeit. Und das ist auch nochmal so eine Form von Veränderung, die ich wahrgenommen habe in den letzten 30 Jahren, dass so das einfach eine Sache ist, der Mensch muss nochmal selber individuell vorkommen können innerhalb eines liturgischen Konstruktes. Nur einfach hin und her gehen, nur einfach mitgehen und nur, wie du eben schon sagtest, nur passiv zu sein, das reicht Leute heute nicht mehr. Ja, insofern, also das klingt jetzt schon für mich ein bisschen geschmeidiger, als was du eben gesagt hast. Also der Punkt, Gemeinden ohne Lobpreis und Anbetung werden sterben oder so. Punkt. Was du meinst, ist eigentlich, Gemeinden ohne diese Form von Beteiligen oder sich einbringen können, werden sterben. Nein. Ja, es klingt für mich aber so. Oder ja, es kann sein. Für mich auch verständlicher tatsächlich. Ja. Weil wenn du sagst, nur Lobpreis und Anbetung, dann ist das für mich zu eindimensional.
Weil du kannst zum Beispiel auch ein Programm haben mit dem, was wir Lobpreisanbetung oder einfach Worship nennen oder so. Und trotzdem gibt es keine Beteiligung. Und trotzdem kannst du dich nicht einbringen oder so, weil auch da mittlerweile ja ein Programm vor dir ablaufen kann. Stichwort große Bühnen, Show-Charakter, Event-Charakter und so. Ja, ja. Auch diese Form kennen wir ja, wo Lobpreis so institutionalisiert ist und so liturgisiert ist. Auch das geht. Also allein das Attribut, es ist Lobpreis, es ist Anbetung, es ist modern oder so, auch das erstarrt ja irgendwann. Und auch das kann zu einer Form werden, wo du merkst, ich komme hier ja gar nicht mehr vor. Ja. So, ja. Also allein nur das Attribut zu haben, das wäre mir zu wenig oder zu oberflächlich. Aber wenn du sagst, wenn du von Beteiligung sprichst, dann kann ich mich da einhaken. Dann kann ich sagen, ja, das stimmt. Und da würde ich auch sagen, ja, da würde ich sagen, also Gemeinden, die das nicht haben, sondern nur, na, ich sag mal, Kulturpflege im besten Sinn, und das kann auch moderne Gemeinden irgendwann betreffen, ja. Damit meine ich jetzt nicht altehrwürdige Gemeinden nur, sondern auch neuere Formen. Ja, ja. Ist nur eine Frage der Zeit. Dann, weil die sich nämlich auch transformieren müssen ständig, ja. Dann kann sowas sterben tatsächlich. Ne? Oder aus anderen Gründen natürlich auch. Aber Beteiligung ist schon mal ein wichtiges Attribut. Ich würde noch sagen, was auch unverzichtbar ist, zu lebenserhaltenden Maßnahmen einer Gemeinde, ist dann eben auch, dass die Mündigkeit, also das ist, spielt in eine ähnliche Richtung, wie du sagst, aber ist nochmal eine Farbe mehr. Also Mündigkeit ist nochmal mehr. Also ich kann mich beteiligen, weil ich mündig bin. Ja, und ich habe gelernt, selber auch geistliche Entscheidungen zu treffen und nicht nur das nachzuplappern, was mein Pastor oder Lobpreisleiter mir vorgebetet hat oder so, sondern ich habe das selber mal durchlebt am besten, und ich habe mir auch ein paar mehr als nur einen Gedanken dazu gemacht oder so. Und das heißt für mich Mündigkeit, Reife könnte man auch sagen oder so, tatsächlich, das ist für mich auch unverzichtbar. Ja, für, wobei, wenn es ums Überleben geht. Genau, also wobei, von den, wie gesagt, ich immer noch dabei bleiben würde, diese geistliche Dimension von Lobpreis und Anbetung, nämlich auch nochmal das bewusste Mystifizieren tatsächlich von Glaube, dass Glaube nicht nur an meinem eigenen Verstehen hängt oder in der Gewissheit, dass ich gerade kulturell das Richtige tue, sondern dass ich tatsächlich sage, ich habe jetzt eine Zeit, wo ich mit einem übernatürlichen Wesen, Gott, tatsächlich persönlich in Verbindung komme. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element. Und das hat mehr einfach nur als, wie gesagt, darum ist mir das, wäre mir das an der Stelle zu wenig, dass ich sage, ich muss nur so Teilhabe Spots irgendwie in einem Gottesdienst haben. Das ist mir zu wenig, weil das sehe ich ja auch bei meinen landeskirchlichen, wie auch bei meinen freikirchlichen Freunden, die tatsächlich meinen, dass nur durch eine Form von, ich sag mal, der gewissen liturgischen Flexibilität, ich dann versuche, Attraktivität irgendwie so herzustellen, zu organisieren. Und ich glaube, darüber ist die Zeit hinweggegangen. Ich glaube, über diese Art von Gedanke sind die Bedürfnisse, die Menschen heutzutage brauchen oder haben und mit ihren Fragen auch an Gemeinde stellen, sind die tatsächlich weiter. Und meine Behauptung bleibt, dass ich sage, nein, ich glaube wirklich, eine Gemeinde, die Lobpreis und Anbetung und jetzt unabhängig jetzt der kulturellen Form, das müssen nicht immer diese berühmten drei Akkorde irgendwie sein, sondern auch da gibt es ganz kreative Formen. Aber eine Gemeinde, die trotzdem aktiv Lobpreis und Anbetung aus der Gleichung rausnimmt, wird sterben. Da bin ich, also, und dabei bleibe ich an der Stelle, dass ich sage, weil das, glaube ich, im 21. Jahrhundert existenziell wird, dass das Glaube nicht nur eine kulturelle Leistung ist von Erkenntnis und Überlegung, dass ich sage, ja, das und das macht es mit meinem Leben, sondern ich brauche diese mystische, spirituelle Erfahrung, die halte ich auch unabhängig des eigenen Wesens. Es gibt dann Menschen, die sagen, ja, ich bin nun mal ein bisschen, vielleicht etwas, bin jetzt nicht so emotionaler, sondern irrationaler. Ich glaube, dass sich das tatsächlich davon erhebt, sondern ich glaube wirklich so dieses Momentum des Geistes, und zwar mein Geist mit Gottes Geist, dass es innerhalb des Gottesdienstes einen Moment geben muss, wo sich das treffen
muss. Und wenn sich das nicht trifft, dann geht das, glaube ich, an den Bedürfnissen Menschen im 21. Jahrhundert, was sie brauchen von Gemeinde und von Gemeinschaft, geht daran vorbei. Mhm. Im Prinzip sind wir uns ja einig. Wie immer. Wir würden so ein paar Sachen nur anders betonen oder so. Oder ich würde es ein bisschen allgemeiner sagen. Sind es die allgemeinen Formen. Und dann würde ich erklären, und das kommt auch in Lobpreis und Anbetung vor. Und deswegen oder so. Also von dem Schritt zurück ins Detail oder so. Du kommst aus dem Detail. Aber beides ist okay. Also du kannst aus der Einrichtung kommen. Das ist nicht falsch und nicht richtig oder nicht richtiger und nicht falscher. Aber wir haben unterschiedliche Wege gegangen. Also ich kam mehr von draußen rein und du kommst von innen nach außen oder so und da treffen wir uns. Was mich ermutigt, ist zu wissen, Musik hat Kraft. Und Musik hat als Werkzeug eine Kraft, Dinge in meinem Herzen zu transportieren, die ich aufgrund meiner Erkenntnisleistung nicht bewegen könnte. Und da bin ich total dankbar, dass ich merke, da schafft manchmal Musik in mir und dann in der Form, weil ich ja spirituell da an der Stelle unterwegs bin, da schafft geistliche Musik manchmal Dinge in meinem Herzen zu bewegen, die ich vorher mit gedanklicher Leistung oder willentlicher Leistung nicht geschafft hätte. Und ich bin in der festen Überzeugung, hätte ich die letzten 30 Jahre nicht die Form von Lobpreis und Anbetung in meinem Leben gehabt, wäre ich ein noch schlimmerer Mensch, als ich nicht ohnehin jetzt vielleicht gerade wäre. Sondern habe ich in meinem Leben auch die Saul-Momente, wo ich merke irgendwie, wow, jetzt geht es mir gerade echt nicht gut oder jetzt, boah, an dem Punkt kämpfe ich gerade und in der Regel kämpfe ich mit mir oder ich kämpfe mit gerade anderen Windmühlen so und ich habe keinen Sancho Panza gerade neben mir, sondern ich merke dann, wenn ich dann meine Gitarre nehme und ich merke, ich schaffe jetzt diese Verbindung von meinem Geist mit Gottes Geist. Da kommt plötzlich eine Ruhe in mir und eine Entspannung und eine Form von neuer Fokussierung, die ich anders so nicht hinkriegen könnte. Und wichtig dabei ist eben, dass das eben nicht nur so ein Trostpflaster für den Moment ist, sondern hast du eben auch gesagt, dass das die langfristige, also wenn du das wiederholen tust und immer wieder, dann prägt es dich auf eine Weise, wo du erst später und im Rückblick nach vielleicht Jahren merkst, ach so. Oder genau wie man es auf den Punkt bringen kann, du wirst dem ähnlicher, was du anbetest. Also du oder was du anschaust, könnte man auch nur sagen. Ja, du wirst dem ähnlicher. Schönes Bild. So, ja. Ohne dass wir zu Gott werden, so meine ich das natürlich nicht, liebe Hörer, falls du mich jetzt missverstehen willst. Sondern dass wir ja schon ähnlicher werden, das schon, aber ihm gemäßer werden einfach. Und was wir sonst nicht täten, wenn wir ihn nicht im Blick haben. Und Lobpreis, Betung, die Musik auch hilft dabei. Ne? Weil Musik diese, wie Gerüche auch, diesen unvermittelten Zugang hat, was es eben, also unser Gehirn versucht immer anzudocken, sofort, versucht was Vertrautes zu finden, was mir gefällt und dann geht es direkt durch. Also bricht sofort alle Filter, die da, selbst wenn ich die willentlich aufbaue, die gehen sofort durch oder so. Ähnlich wie, ich habe es eben gesagt, Gerüche oder Geschmäcker oder so. Ja. Da passieren Reaktionen in uns, die können wir gar nicht steuern oder so. Ich bin neulich an meinem alten Kindergarten vorbeigekommen. Also neulich ist gar nicht, war es schon viele Jahre her. Aber ich war schon wesentlich älter oder so. Und die Tür stand auf. Und es zog so ein Duft in meine Nase und ich wusste, Kindergarten. Da roch es nur so in dem Haushalt oder so. Ja? Yeah. Und irgendwie kam, ich habe gemerkt, wie dieser Geruch alle Schranken durchbrochen hat. Nach 30, 40 Jahren oder so. Yeah. Ja, irgendwie. Und irgendwie so ein wohliges Gefühl in mir machte oder so. Ohne dass ich das willentlich wollte, dachte ich, oh, schön. Er hat eine positive Erinnerung oder so. Es kann natürlich auch negativ sein. Stichwort, was ich, Zahnarzt hat ja auch bestimmte Gerüche oder so. Und auf einmal Geräusche geht es uns gar nicht so gut. Und Geräusche haben das eben auch in andere Regionen oder so, wo wir eben merken, und ich kann mich gar nicht wehren. Also ich kann machen, was ich will. Ich kann das nicht willentlich steuern. Also da gibt es schon Zugänge oder so. Das ist unbestritten, ja. Und viele interessante Experimente, du hast einige eben genannt oder so, da gibt es noch mehr, wollen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber ist spannend, ja. Und das stimmt mich so optimistisch. Deswegen, also das ist zum Beispiel auch so ein Ding,
Ich bin von meiner Grundwachsung her eher ein grundskeptischer Mensch. Dass ich tatsächlich eher sowas wäre, wenn ich jetzt Christus nicht hätte, wäre ich vielleicht bestenfalls ein optimistischer Pessimist. Oder vielleicht ein Zyniker? Auch, sicherlich. Also das ist dann meistens die negative Übertreibung. Oder vielleicht. So. Also so immer so ein Stück weit distanziert von den Dingen, selber überhebend meinen, dass mich die Dinge ja an sich gar nicht erreichen und begreifen. Hoffend, dass das Leben und der Mensch doch eine Insel ist, was er nicht ist. Nee, Lobpreis, das ist meine Transformation, haben mich bestenfalls wahrscheinlich nicht zum besseren Menschen gemacht. Vielleicht schon. Das müssen jetzt aber andere Leute dann über mich irgendwie aussprechen, die mich seit 30 Jahren kennen. Was ich aber tatsächlich an mir sehe, ist, dass ich durch Lobpreis ein wesentlich optimistischer Mensch geworden bin. Und tatsächlich macht mir das zum Beispiel für die Gemeinde Gottes, für die Zukunft, macht mir das unendlich viel Mut, weil ich merke, diese Hinwendung nochmal zu Gott selber und zu Gottes Geist, die ist so stark, die ist auch so stark in unserer Gesellschaft, dass Menschen genau danach suchen, nach dieser geistvollen Verbindung. Und dass es dann egal ist, welches Art von Vehikel es ist, aber dass es dann doch augenfällig anscheinend die Musik ist, die das irgendwie transportiert. Und dass das immer mehr auch Raum gewinnt in unserer Gesellschaft, in unserem Land, darüber kann ich es jetzt erstmal nur sagen, aber auch weltweit kann man das ja beobachten, stimmt mich mega optimistisch für die Zukunft, dass ich sage, hey, da liegen noch so viele Perlen auf dem Weg irgendwie für uns da auf dem Weg, noch so viele tolle Momente. Und diese Bewegung im letzten Grunde führt ja auch nochmal in eine Erwartungshaltung, nicht nur jetzt theologisch jetzt der Wiederkunft unseres Herrn, aber eine Erwartungshaltung, Gott spricht in mein Leben, Gott spricht in meine Alltagssituation hinein und ich werde auch durch den Lobpreis und durch die Begegnung mit Gott nochmal ganz anders alltagsfester und alltagspositiver. So. Und das alleine ist, wo ich merke, mein unmittelbarer Benefit von Lobpreis und Anbetung. Und da schließlich für mich der Kreis irgendwie so. Deswegen glaube ich, ist Lobpreis einfach das Momentum, was Transformation geistlich bei uns in der Gemeindelandschaft, aber auch bei mir selber erzeugt hat und erzeugen wird. Und warum ich Mut machen möchte, jedem, der jetzt zuhört oder auch jedem, der damit irgendwie unterwegs ist, Lobpreis für sich zu nutzen als genau das, was es ist, nämlich der Begegnungsort zwischen Gott und mir. Und da möchte ich Mut machen, dort irgendwie reinzugehen, zuerst zu Hause, aber auch mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass das eines der wichtigsten Dinge für die nächsten Jahre sein wird, dass wir hier gute Formen für Menschen anbieten. Und Nürbe und ich sind da mittlerweile aufgrund des Alters und der tatsächlich auch erworbenen Fähigkeit ja auch in der Lage, das für Menschen zu organisieren und das organisieren zu dürfen. Und da möchte ich viel gerne mich investieren, dass das irgendwie möglich ist, weil ich weiß, dass das auch ein Momentum ist, wo viele Leute, die heute mit Jesus noch nicht unterwegs sind, genau an dieser Geschichte eine Anschlussfähigkeit für sich herstellen können und es dann tun werden. Und darauf habe ich mega Bock. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, wie gesagt, in die Sommerpause. Habt schöne Ferien! Ihr hört von uns, bleibt online, seid uns gewogen. Genau, habt schöne Ferien. Genießt die Zeit des hoffentlich schönen Sommers. Genau. Hört euch nochmal die anderen Podcast-Folgen ab, dann könnt ihr nochmal auch unsere Transformation erkennen. ich sage auch mal Danke. Das ist ja so eine erste Staffel irgendwie endet, ist es ja auch ein guter Moment, kurz mal Danke zu sagen. Yo. Und ich bin total dankbar, ob unserer Gäste, die wir haben durften, irgendwie an den Markus, an den Matthias, an den Olli, an den Klaus. Das waren Peter. Wirklich tolle Momente in diesem Jahr, wo wir Begegnungen hatten, wo ich selber von mir aus sagen kann, das sind Dinge, das sind kleine Perlen in meinem Herzensschatz geworden, die ich gerne begucke. Ja, genau. Letztens mit Klaus,
Ja. All das waren nette Sachen. Übrigens, wenn du gerne mal, wenn du selber ein Thema auf dem Herzen hast, dann schreib uns ruhig mal. Und vor allen Dingen, was dich total qualifizieren würde, wäre, wenn du weiblichen Geschlechts wärest. Ja. Das wäre super toll. Also wenn du jetzt denkst, dass wir super Machos immer nur mit Männern reden oder so, weil wir denken, dass das von der Bibel ja gerechtfertigt wäre, dann irrst du dich. Nein. Nein, ich auf keinen Fall. Wir haben uns ehrlichen Herzens bemüht, wirklich um weibliche Personen. Und will jetzt nicht im Einzelnen aufbringen, woran das gescheitert ist, ob wir irgendwie riechen, wobei das ja kein Problem ist. Jedenfalls, also wir würden gerne mal mit der Damenwelt und werden das hoffentlich realisieren können. Ja. Haben sonst noch einiges an Veränderungen auch vor, denke ich, und seid gespannt und seid mit uns auf dem Weg. Ciao. Ciao.